Das Wetter und die Welt. Was ist das? Wie sagt man das? Der Regenbogen. Das Feuer oder die Hitze. Der Wind oder der Sturm. Der Planet. Der Schnee oder der Schneefall. Der Blitz oder das Gewitter. Und noch einmal, der Regenbogen, das Feuer oder die Hitze, der Wind oder der Sturm, der Planet, der Schnee oder der Schneefall, der Blitz oder das Gewitter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Vokabeln. Oft habt ihr diese Zeichen gesehen. Wie heißen sie auf Deutsch? Wie sagt man das auf Deutsch? Das Ende. Bald. Zurück. Neu. Frei. Cool. Und noch einmal, wie sagt man das auf Deutsch? Das Ende, bald, zurück, neu, frei, cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Wann? Eine Präposition und das Wort dieser. Wann? Zu dieser Uhrzeit.
Wann in diesem Frühling? Wann bei diesem Aufenthalt? Wann in diesem Jahrhundert? Wann auf diesem Fahrplan? Wann bei oder zu diesem Termin? Wann zu dieser Stunde? Und noch einmal, wann zu dieser Uhrzeit? Wann in diesem Frühling? Wann bei diesem Aufenthalt? Wann in diesem Jahrhundert? Wann auf diesem Fahrplan? Wann bei oder zu diesem Termin? Wann zu dieser Stunde? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen wir ein zu, zum, ins, nach und sich. Er ging nach Hause. Sie begab sich nach Hause. Er rannte ins Haus oder zum Haus. Sie ist zu Hause angekommen. Er gelangte nach Europa. Und noch einmal. Er ging nach Hause. Sie begab sich nach Hause. Er rannte ins Haus oder er rannte zum Haus. Sie ist zu Hause angekommen. Er gelangte nach Europa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Konjunktiv 1, kleine Wiederholung. Haben, er habe. Sein, er sei. Setzen wir ein. Er meinte, er sei beschimpft worden. Konjunktiv 1, Vergangenheit, passiv. Und deshalb ausgeflippt, oder? Und sei deshalb ausgeflippt. Und habe um sich geschlagen. Und noch einmal. Er meinte, er sei beschimpft worden und deshalb ausgeflippt. Und habe um sich geschlagen. Der Konjunktiv 1 wird verwendet in der indirekten Rede, wenn man erzählt, was jemand gesagt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Wir lernen Vokabeln. Wie sagt man das auf Deutsch? Die Taube. Die Schildkröte. Die Schnecke. Der Hai. Die Spinne. Der Käfer oder der Marienkäfer. Und noch einmal. Die Taube, die Schildkröte, die Schnecke, der Hai, die Spinne, der Käfer oder der Marienkäfer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Geben. Ich gebe dir den Autoschlüssel. Dir Dativ, den Autoschlüssel Akkusativ. Ich gebe ihn dir. Gibst du ihn mir? Und gib ihn mir. Ich mich mir, du dich dir. Dir, er, ihn, ihm. Und noch einmal. Ich gebe dir den Autoschlüssel. Ich gebe ihn dir. Gibst du ihn mir? Und gib ihn mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Leben. Welche Präposition passt? Setzen wir ein. In, bei oder von. Die Insel lebt von Touristen. Leben von. Ich lebe in München. Leben in München. In München. Tina lebt bei ihrer Mutter. Leben bei. Er lebt von der Hand in den Mund, leben von und in den Mund. Und noch einmal, die Insel lebt von Touristen, ich lebe in München, Tina lebt bei ihrer Mutter, er lebt von der Hand in den Mund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
wer, wen, wem oder wessen. Setzen wir ein. Weißt du, wessen Buch das ist? Nein, ich weiß es nicht, wer hier sitzt. Oder wem das Buch gehört. Wen könnte ich fragen? Wer es benutzt hat? Und wem es gehört? Und noch einmal, weißt du, wessen Buch das ist? Nein, ich weiß es nicht, wer hier sitzt oder wem das Buch gehört. Wen könnte ich fragen, wer es benutzt hat und wem es gehört? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Vorbereitung auf die Prüfung. Setzen wir ein. Sie macht es häufig. Sie macht es des Öfteren. Oft oder öfters? Dem Öfteren und often gehen nicht. Der zweite Satz, sie macht, Punkt, 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 ist auch nicht möglich. Hier fehlt das Wort es, also das Objekt. Und noch einmal, sie macht es häufig, sie macht es des Öfteren, oft oder öfters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Setzen Sie ein, wen, darauf, worauf, nichts oder ihn. Worauf wartest du? Auf den Bus, auf ihn oder darauf? Wen erwartest du? Ich erwarte dich. Worauf steht bei Dingen? Wen bei Personen? Und noch einmal. Worauf wartest du? Auf den Bus. Auf ihn. Darauf. Wen erwartest du? Ich erwarte dich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.